Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog, den es so eigentlich gar nicht geben sollte. Genau. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir unseren Van wieder aufbauen, weil... Ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde in unseren Bus eingebrochen. Über die Seitenscheibe wurde ein Brandsatz in den hinteren Teil unseres Campers geschmissen. Und es hat hier gebrannt und auch gekokelt. Genau. Und Gott sei Dank ist gar nicht so Schlimmes passiert. Also ich glaube, der größte Schaden ist jetzt der Boden, weil der ist einfach verbrannt. Viele Sachen sind aber noch okay. Trotzdem nutzen wir jetzt quasi diese Chance, um unseren Bus wieder auszubessern. Fehler, die wir vorher gemacht haben oder die uns dann aufgefallen sind auf der Reise, wo wir gesagt haben, okay, das können wir ausbessern irgendwann mal. Genau, nutzen wir jetzt aber einfach diese... Und werden das wieder beheben, die Fehler beim ersten Ausbau sozusagen. Und das werden wir euch dann auch nochmal zeigen. Genau, und darum soll es in dem Vlog jetzt quasi gehen. Genau. Neuausbau und ja... Wiederaufbau. Wiederaufbau. Wie Phönix aus der Asche soll er aufsteigen. Genau. Ja, wir wollen das auch alles hier ein bisschen gemütlicher machen. Mhm. Ja, und vielleicht wollen wir ein bisschen Farben verändern, weil wir eh streichen müssen. Und genau. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Okay. Los geht's. Hallo. So, also. Ich zeige euch mal kurz, was quasi beschädigt worden ist. Genau, ich versuche mich kurz zu halten. Und zwar vorne wurde die Scheibe eingebrochen, aber die wurde ausgetauscht. Dann haben sich hier rein halt irgendwie von vorne anscheinend ein Brandsatz reingeworfen. Das ist, sage ich jetzt auch mal, der größte Schaden, was jetzt eigentlich war. Wir hatten ja hier noch so diese zwei Deckel. Die waren dann halt irgendwie auch verbrannt. Die mussten wir entsorgen. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Irgendwas, was da klebt. Dann ist eine Matratze auch angekurbelt gewesen. Die mussten wir auch entfernen. Eine haben wir retten können. Dann haben wir hier die Gardine, die quasi an der Küche war. Die war auch verbrannt. Und noch, was war denn noch? Eine Yogamatte eigentlich, ne? Sonst hatten wir... Ja, das war es eigentlich von dem Schaden. Achso, und vorne wurde das Handschuhfach rausgerissen. Das hat dann halt auch die Werkstatt quasi wieder repariert. Ja, und dann halt dadurch, dass es ja auch hier drin gekugelt hat, hat jetzt vieles halt dieses Ruß. Das muss jetzt alles nochmal abgewaschen werden. Ne? Wenn ich jetzt da mit den Fingern drüber gehe, sieht man das ganz gut, dass meine Finger schon gleich schwarz sind. Also das heißt, wir müssen wirklich alles nochmal abwaschen. Der Geruch war am Anfang sehr stark nach verbrannt, aber mittlerweile ist es echt Gott sei Dank rausgegangen. Ich habe es echt viel schlimmer erwartet, dass wir diesen Gestank nicht mehr rauskriegen, aber es ist okay. Ich glaube, wenn wir den Boden rausmachen und alles abwischen, sehen die Chancen ganz gut aus, dass hier es wieder nicht mehr so nach Räucherlachs riecht. Ja, was wir auch verbessern wollen, das ist ein Fehler, den wir beim ersten Ausbau gemacht haben. Wir haben hier keine Lackschicht drüber gemacht. So, und dann sind natürlich die ganzen Fettspritzer, die dann beim Kochen auf das Holz kommen, die sehen dann natürlich sehr unschön aus. Das heißt, das hier werden wir abschleifen, eine Schicht drüber machen, eine Schutzschicht und eine neue Farbe geben. Den Eingangsbereich, der war von Anfang an eigentlich nur eine Notlösung und der ist natürlich jetzt durch die ganzen Schäden, die am Auto entstanden sind, natürlich hat er auch sehr gelitten. Also hier kommt ein ganz neuer Eingangsbereich hin, da müssen wir uns noch was Schönes überlegen. Bei der Toilette wollen wir vielleicht auch einen anderen Eimer drunter machen. Wir haben zwar eine viereckige Box drunter, aber eigentlich wollten wir einen Eimer haben, weil dann einfach die Tüten leichter reingehen. Und hier drinnen haben wir damals ja, das ist das Einzige, was wir gekauft haben von Ikea, diese zwei Schränke, einfach aus Zeitmangel, weil wir einfach keine Zeit und auch keine Lust mehr hatten, da noch was zu bauen. Aber diese komplette Reihe hier kommt weg und hier wollen wir quasi einen durchgehenden Schrank mit Schubladen bauen, der diese Tiefe hat und der dann halt auch so auf dieser Höhe sein soll, ähnlich wie das hier, um einfach noch ein bisschen mehr Stauraum zu haben. Ja, und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch erstmal an, alles hier rauszuräumen und dann in Ruhe mit dem Wiederaufbau anfangen.
habe jetzt die zwei Schränke hier weggemacht und kann aber keinen Wasserschaden entdecken. Normalerweise wäre ja dann hier, das ist ganz dünnes Holz, wäre ja hier alles aufgequollen. Aber das ist es nicht. Auch der Boden hier ist überhaupt nicht aufgequollen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier keinen Wasserschaden haben. Aber morgen müssen wir den ganzen Boden rausreißen, Schatz. Ja, weil? Ja, weil der Ewe kommt, ne? Ja, das machen wir. Und dann sehen wir die Feuerwehr an. Und dann sehen wir mal drunter. Ruf mal an und frag mit, was die gelöscht haben. Das mache ich jetzt. So, okay. Bis morgen. So, gestern haben wir sauber gemacht und heute hau ich den Vinylboden hier raus. Also wir haben hier unten drunter einen Holzboden. Das ist das braune und ich versuche, den geklebten Vinylboden mit einer Spachtel und einem Hammer rauszukriegen. Und meine Aufgabe heute ist, mit einem Dampfreiniger alle Wände zu säubern und die Scheiben. Der Boden, der klebt halt einfach richtig gut. Er macht eigentlich genau das, was er machen soll, kleben. Aber genau das nervt jetzt gerade. Vinyl verlegen kann ja jeder, ne, Schatz? Aber man muss ihn auch abkriegen können. Ja. Und das dauert halt. Ja. Ich habe mir für das Saubermachen des Bodens so eine Fleckscheibe geben lassen von meinem Papa. Das wäre wohl so eine Reinigungsscheibe. Und damit habe ich jetzt versucht, den Boden hier zu reinigen und abzuschleifen. Und wie man sieht, ist das ganz gut gelungen. Also hier ist das echt in Ordnung. Aber die Scheibe, die reinigt nicht überall, sondern je nachdem, wie dick der Kleber ist. Und hier war halt auch noch der Brandschaden. Da verteilt sie das irgendwie nur so ein bisschen. Aber ich denke, dieser Boden ist gut vorbereitet oder ausreichend vorbereitet für den neuen Boden. Hier ist noch nicht gereinigt und das sieht man auch. Und ich denke, so ist auf jeden Fall besser. Ja, wir versuchen das Holz wieder ein bisschen heller zu machen. Und schleifen jetzt quasi diesen Lack ab, den wir mühevoll vor einem Jahr dran gemacht haben. Ja, und während Melli da drin weitermacht, zeige ich euch mal, wie ich den Holzboden, wie ich das Loch da drin gestopft habe. Und das war gar nicht so schwer. Fühlt sich auf jeden Fall gut an und ich denke, dann ist auch der Ruß draußen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben, dann kriegen wir so richtig diesen Naturton. Und nicht so wie hier. Aber was wieder was zu tun, ne? Wir sind am Ende des Videos jetzt angekommen. Also ich setze mich nicht hin, das wäre zu schmutzig. Meine Hosen sind eh schon schmutzig genug. Okay, aber wir sind jetzt wo? Im Bus. Wo sonst?
Naja, was wollen wir jetzt erzählen? Also die ganze Zeit haben wir abgebaut und haben ja den Boden rausgehauen. Die Brandstelle haben wir auch so gut es geht weggeschliffen und entfernt. Und ja, eigentlich ging es die ganze Zeit nur darum, den Van abzubauen, wie ihr gesehen habt. Und das ist jetzt beendet. Yay! Und jetzt wollen wir wieder die Aufbauphase starten. Ja. Und fangen wir heute mal mit dem Streichen an. Genau, aber das seht ihr erst im nächsten Video. Ah genau, das ist ja das Ende vom anderen Video. So. Und im nächsten Video streichen wir den Van neu. Genau, und es kommen neue Möbel rein. Genau, bleibt gespannt. Ja, wir auch, weil wir drehen das Ganze jetzt während der Corona-Zeit. Und somit lenken wir uns mal ein bisschen ab und kommen auf andere Gedanken und träumen wieder vom Reisen und hoffen, dass demnächst wieder sich alles legt und die Erde sich etwas erholt hat von Reisenden und anderen umweltbelastenden Geschichten. Und schön gesagt. Ja, und somit quasi denken wir, dass die Welt sich so jetzt wieder quasi aufbaut, wie unser Van es jetzt auch tut. Genau, dass wir ein bisschen frischer und ein bisschen freier einfach, ja, dann wieder sein können. Genau. Dafür arbeiten wir und jetzt geht's los, Leute. Zu euch sagen wir erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr wisst, liken ist in dieser Zeit gesünder als Händeschütteln. Also lasst ein Like da. Also, macht's gut.